Guten Morgen und herzlich willkommen zur Tageskarte für heute, den 19. März 23. Ich bin mal gespannt, welchen Input uns heute die Karten geben. Also, fangen wir direkt mal an. Was sollen wir heute bearbeiten oder beachten? Und da ist eine gefallen. So. Vier der Stäbe haben wir heute als Input bekommen. Vier der Stäbe sind eine starke Karte für Gemeinschaft und Feiern. Die Chancen dieser Karte ist ein Leben in Harmonie, Momente des reinen Glückes. Sie beinhaltet aber auch als Schwäche die Furcht vor Veränderung und auch die Gefahr, dass man jegliche Veränderung ablehnt, obwohl diese auch unter Umständen zu neuen Momenten des Glücks führen können. Was bedeutet, wir sind halt alle sowas wie Müßiggänger. Wir mögen unsere gewohnten Abläufe, wir mögen unsere gewohnten Umgebungen und unsere gewohnten Menschen. Dementsprechend mögen wir auch keine Veränderung, egal ob sie zu was Gutem im Endeffekt führen oder nicht. Am Anfang hat man meistens eine Ablehnung dagegen, sei es ein Umzug, sei es neue Bekanntschaften, eine Feier, auf der man noch nie war, mit Leuten etwas Neues ausprobieren, neue Gerichte zu probieren, da fängt es schon bei vielen an. Die Botschaft dieser Karte ist: Manchmal haben wir das Glück, dass unser Leben so harmonisch ist, dass wir darüber eines vergessen. Wir dürfen nicht stagnieren, weil diese Momente sonst verloren gehen. Du brauchst dich nicht vor kleinen Veränderungen in deinem Leben zu fürchten. Also, die Karte möchte uns heute dazu ermutigen, was Neues auszuprobieren, was wir vielleicht schon länger ausprobieren wollten, wo wir uns aber nicht getraut haben, weil wir dachten, ich mag es eigentlich so, wie es gerade ist. Ich möchte eigentlich nichts ändern. Also versuch heute mal etwas Kleines anders zu machen und schau, wie es dir damit geht und das jeden Tag der kommenden Woche noch reinzubringen. Ich wünsche dir viel Erfolg und bis morgen.